In meinem ersten Video habe ich euch ja schon den ein oder anderen Profi-Tipp zu Dragon Ball Sparking Zero erzählt. Ich finde aber, wir sollten in der Materie jetzt noch viel tiefer gehen, denn im Laufe der Zeit, seitdem das Spiel draußen ist, gibt es schon mehrere kompetitive Techniken, die ich euch jetzt erzählen möchte. Aber wichtig, schaut euch unbedingt noch den ersten Teil an, damit ihr vieles auch versteht, was ich euch jetzt erzählen möchte. Ein großes Dankeschön geht dafür auch an meine Community. Wir spielen auf Twitch regelmäßig Community Dragon Ball Sparking Zero Turniere und dort habe ich den ein oder anderen sehr starken Spieler kennengelernt, der mir die ein oder andere Mechanik und Taktik verraten hat. Also, wenn ihr mal live dabei sein wollt, folgt mir gerne auf Twitch, Link dazu in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, Profi-Tipps Teil 2 ab. Muten Roshi ist immun gegen Sonnenfaust, zumindest wenn er seine Sonnenbrille aufhat. Setzt man die Sonnenbrille ab, wird auch er geblendet. Ich finde das ein sehr, sehr nettes Detail. Das war jetzt net to know, aber jetzt nochmal ein richtiger Tipp. Wenn ihr mit Muten Roshi spielen wollt, fangt immer in der Full Power Version an und nicht in der normalen Version. Beide Versionen kosten jeweils nur 2 DP-Punkte. Warum mit der Full Power Version? Das erzähle ich euch jetzt. Ihr seht, dass ihr mit der normalen Version nur 2 Lebensbalken habt und nur 2 Keybalken. In der Full Power Variante habt ihr 3 Lebensbalken und 3 Keybalken. Beide fangen jeweils mit 2 Skill Points an, das ist absolut gleich, aber ihr habt da schon mal einen kleinen Vorteil und zwar mehr Leben und mehr Key. Wichtig ist aber, dass ihr euch erst prügeln lasst, bevor ihr euch in die normale Version zurücktransformiert. Sollt ihr euch zu früh zurücktransformieren, wird euch automatisch das Leben auf 2 Balken ja runterskaliert, was ein bisschen doof ist, aber so ist es nun mal. Also Full Power Variante nehmen, ein bisschen Schaden machen und wenn man selbst nur noch 2 Lebensbalken hat, dann runter transformieren und dann mit Muten Roshis Nachbildschlag und seinen Angriffen, die durch die Verteidigung gehen, ordentlich aufräumen. Es gibt Charaktere im Spiel, die euch mit Absicht versuchen, so weit es geht, wegzuschlagen, damit sie dann mit ihren 3 Fähigkeitenpunkten in den Insta-Sparking-Modus gehen können. Viele ultimative Angriffe gehen dann auch noch durch die Verteidigung. Meistens endet das so, dass ihr ein Vanish-Battle habt, immer hintereinander und der Verlierer fliegt sehr weit weg und dann nutzt der Gewinner die Chance, um sich in den Insta-Sparking-Modus zu machen. Aber was kann man denn machen, um das so ein bisschen entgegenzuwirken, und zwar der Rache-Konter. Wie ihr in diesem Clip sehen könnt, kann man sehr gut, wenn man diesen Vanish-Fight verliert, direkt den Rache-Konter einsetzen, damit man nicht so weit wegfliegt, damit man gleich weiterhin nah am Gegner dran ist, damit er gar nicht erst auf die Idee kommt, sich in den Sparking-Modus zu begeben, beziehungsweise in den Insta-Sparking-Modus, um seine Punkte zu benutzen, wie zum Beispiel in dem Fall Ginyu, der die ganze Zeit versucht hat, Körpertausch einzusetzen, was aber in dem Fall nicht funktioniert hat, weil er es einfach gar nicht geschafft hat, in den Sparking-Modus zu kommen. Aber was macht man, wenn der Gegner es doch schaffen sollte, in den Sparking-Modus zu kommen? Ihr wisst ja, dass ihr im Spiel auf- und absteigen könnt, beziehungsweise könnt ihr ja nach oben fliegen oder auch nach unten. Wenn die Taste aber zweimal drückt, dann steigt ihr natürlich viel schneller nach oben oder auch nach unten. Ich habe euch mal den Controller eingeblendet, damit ihr sehen könnt, welche Tasten ich drücke. Ich spiele übrigens auf der klassischen Steuerung. Wenn ihr Standard spielt, müsst ihr mal schauen, wo das bei euch ist. Und sollte der Gegner im Sparking-Modus sein, könnt ihr ihn unnormal verwirren, wenn ihr immer nach oben und nach unten fliegt. In diesem Clip hier sieht man das ganz genau von einem Zuschauer, der das gemacht hat und somit den Sparking-Modus überbrückt hat, so dass der Gegner keine Ult zünden konnte, was auf jeden Fall eine sehr interessante Taktik ist. Probiert es gerne mal aus. Sogar wenn ihr nicht mehr ganz so viel Ki habt, könnt ihr das noch einsetzen, denn es verbraucht sehr, sehr wenig Ki. Achtet auf euer Ki. Ihr werdet merken, dass wenn ihr im High Level angekommen seid, die Vanish Battles immer so aussehen wie in diesem Clip. Am Ende des Tages gewinnt derjenige, der mehr Ki am Ende hat. Also ist es immer wichtig, bevor ihr in so einen Vanish-Fight geht, immer mehr Ki zu haben als der Gegner. Es gibt sogar diverse Charaktere, wie zum Beispiel Vegetto Blue, der mit einer Fähigkeit sofort volles Ki hat. Und diese Animation ist sogar eine kleine Cutscene. Das bedeutet, sie wird erst ausgespielt und dann habt ihr das Ki, bevor der Gegner was machen kann. Solche Charaktere haben ein verdammt gutes Ki-Management und wenn ihr dann in so einen Vanish-Fight reinkommt, habt ihr meistens immer gewonnen, wenn ihr natürlich das Timing nicht verkackt. Und ihr könnt immer den Gegner extra Schaden zufügen, was sehr, sehr wichtig ist im High-Level. Was ist denn Flanking? Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu flanken. Es kommt immer darauf an, ob ihr am Boden seid oder auch in der Luft. Je nachdem habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch mal, wie das genau funktioniert. Angenommen, euer Gegner blockt und ihr wollt auf stylische Art und Weise hinter den Gegner kommen.
dann schlagt ihr sozusagen auf den Block, maximal reicht auch ein Schlag und teleportiert euch dann nach hinten. In der klassischen Steuerung ist es Kreis nach hinten, ich glaube bei Standard ist es R1 nach hinten. Dann müsst ihr einen Dash ausführen, beziehungsweise mit X einen Dash ausführen und dann müsst ihr springen. Dann springt ihr erstmal über den Gegner. Aber wenn ihr dann sozusagen über dem Gegner seid, drückt ihr einfach nochmal X und seid direkt hinter dem Gegner. Um das nochmal genauer zu zeigen, schaut auf jeden Fall auf meinen Controller, welche Tasten ich immer drücke. Dort ist es nochmal ein bisschen einfacher erklärt. Aber wichtig, Leute, ich spiele klassische Steuerung, ja? Nicht, dass ihr das hinterher verwechselt und ihr denkt so, oh mein Gott, warum funktioniert das bei mir nicht? Ich spiele die klassische Steuerung. Ich weiß, dass sehr viele die Standardsteuerung spielen. Da müsst ihr mal ein bisschen herumexperimentieren, wie es bei euch dann klappt. Eine weitere Möglichkeit ist es, Keybälle einzusetzen. Also wie auch bei dem anderen, fangt ihr an zu schlagen. Teleportation nach hinten. Dann dasht ihr sozusagen zur Seite, so ein bisschen schräg zur Seite, dass es so ein bisschen nah zum Gegner geht. Spammt die ganze Zeit Bälle und dann direkt in den Nahkampf. Und dann seid ihr auch hinter dem Gegner und durch die Keybälle ist er halt so ein bisschen gestunt und kann sich nicht umdrehen. Und dann seid ihr wieder schon am Rücken des Gegners und könnt weiter Kombos setzen. Probiert es auf jeden Fall im Trainingsmodus aus. Ja, in der Luft funktioniert das mit den Keybällen eigentlich ziemlich gleich. Nur ich finde, in der Luft ist es alles immer ein bisschen einfacher. Also mir persönlich ist es einfacher gefallen, das alles in der Luft besser auszuführen. Die Keybälle konnte ich dann viel besser schießen und ich war auch irgendwie viel näher am Gegner dran. Ihr seht es ja in der Aufnahme. Probiert es auf jeden Fall aus, wenn ihr mal in der Luft seid. Aber wie kommen wir jetzt in der Luft hinter den Gegner ohne Keybälle? Das ist in der Luft etwas schwieriger, aber nach ein bisschen Übung sollte das klappen. Und zwar ist der Anfang absolut gleich. Schlagen, schlagen, Kreis nach hinten. Dann teleportiert ihr euch nach hinten. Dann ist es wichtig, dass ihr sozusagen diese Sink-Taste, also sprich die Taste, wo ihr einfach nur sinkt, gleichzeitig mit X drückt, also für den Dash, und dann nochmal X drückt, damit ihr direkt hinter dem Gegner seid und dann könnt ihr einfach schlagen. Ich hoffe, der Controller wird euch da ein bisschen leiten können, welche Tasten ihr drücken müsst, weil diese Technik ist ein bisschen schwieriger, aber wenn man es raus hat, ist es eigentlich ziemlich cool. Ihr spielt Trunks oder Tapion, also Trunks mit Schwert, und ihr habt keinen Bock mehr auf dieses ewige Hintereinander-Vanischen, dann habe ich diese Technik für euch. Im Großen und Ganzen geht es darum, dieses Vanischen einfach zu dodgen. Diese Mechanik funktioniert aus irgendeinem Grund nur mit Trunks mit Schwert und mit Tapion. Auch die Super Saiyan-Form von Trunks mit Schwert funktioniert das Ganze. Wenn ihr das Ganze üben wollt, geht in den Trainingsmodus auf Trainingseinstellungen, dann Gegnereinstellung und Schlagangriffe und Folgeangriffe 1. Dann wird der Gegner immer wieder euch dolle weghauen und versuchen euch mit einem Vanish-Konter zu treffen und dort könnt ihr das üben. Aber wie genau funktioniert das Ganze? Naja, wenn ihr in einem Vanish-Schlagabtausch landet, müsst ihr anstatt Kreis oder die Ausweichtaste im richtigen Moment drücken, einfach X drücken oder zur Seite X. Es ist wichtig, dass Trunks erst eine Animation macht, dass es sich sozusagen umdreht, damit ihr dann nochmal eine Aktion durchsetzen könnt, beziehungsweise durchführen könnt. Ich habe gemerkt, wenn ich in diesem Schlagabtausch bin, dass ich erst die Pfeiltaste drücke, damit Trunks nochmal diese Animation kriegt, dass es sich leicht umdreht und dann X drücke. Das Timing ist manchmal sehr knackig und ihr werdet manchmal das Gefühl haben, dass es eigentlich gar nicht funktioniert. Das braucht wirklich ein wenig Übung. Jetzt wird's wirklich sehr, sehr technisch. Und zwar, wie funktioniert eigentlich genau der Superkonter? In meinem letzten Video habe ich schon lang und breit darüber geredet, wie wichtig diese Mechanik ist. Es ist die stärkste Mechanik im Spiel und wenn ihr die drauf habt, dann habt ihr eigentlich schon gefühlt gewonnen. Allerdings, wie genau funktioniert das Ganze? Ich bin das Ganze einfach Bild für Bild durchgegangen, um euch das Ganze mal ein bisschen aufzudröseln. Schauen wir mal rein. Nehmen wir uns diesen Clip hier mal und schauen ihn uns framegenau an. In dem ersten Frame versucht Vegeta mit dem Tritt loszulegen. Im zweiten Frame ist der Fuß schon in meinem Gesicht drin. Also eigentlich hätte jetzt schon der Schlag treffen müssen, ist er aber nicht. Jetzt haben wir Frame 3, der Fuß ist jetzt über mir. Eigentlich hätte ich schon längst getroffen werden sollen, aber in Frame 4 aktiviert sich sozusagen der Superkonter. Ist euch etwas aufgefallen? Schauen wir uns doch mal den Controller an. In Frame 1 habe ich nämlich schon die Pfeiltaste nach oben gedrückt. Im zweiten Frame ist die Pfeiltaste nach oben immer noch gedrückt. Und erst in Frame 3 nehme ich Viereck dazu. Und das Ganze aktiviert sich dann erst in Frame 4. Das bedeutet, man sollte die Eingabe nicht komplett gleichzeitig machen, denn der Controller braucht erstmal ein bisschen, um sozusagen diesen Input zu lesen, dass man dann nach oben gedrückt hat und dann Viereck drücken.
Man hat genau 4 Frames Zeit, den Superkonter sozusagen einzugeben. Und mit den ersten beiden Frames macht man sozusagen die Pfeiltaste nach oben oder mit dem Stick. Und in den letzten beiden Frames macht man sozusagen Viereck. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr technische Sache. Und vielleicht hilft es ja den einen oder anderen da draußen, den Superkonter besser hinzubekommen. Also nicht exakt gleichzeitig, sondern ganz kleine Verzögerung drin. Probiert's gerne mal im Trainingsmodus aus. Angenommen, ihr schlägt euren Gegner dolle weg. Meistens ist es so, dass man sich hinterher teleportiert, um den Gegner nochmal einen reinzudrücken. Aber in den meisten Fällen vanisht der Gegner das und es kommt immer dieses Vanish-Battle, wo eigentlich gar keiner Bock drauf hat. Aber was kann man tun, um da ein bisschen entgegenzuwirken? Nummer 1, wenn ihr den Gegner wegschleudert, drückt doch einfach anstatt Dreieck X. Dann macht ihr einen Sturmsprint und könnt dann mit Viereck den Gegner nochmal weiterschlagen. In dem Fall könnt ihr auch dann ja euren Schlag aufladen und das Timing jederzeit verändern, sodass es noch schwieriger ist, das Ganze zu vanischen. Also mir ist aufgefallen, wenn ich das online mache, dass sehr, sehr viele Leute auf das Timing überhaupt nicht klarkommen. Und was ihr auch machen könnt, wenn der Gegner wegfliegt, dass ihr mit einem Z-Sturmsprint, also direkt hinter den Gegner geht und ihn dann weiter bearbeitet mit verschiedenen Schlägen, das ist auch eine sehr gute Möglichkeit. Probiert's gerne aus. Jetzt habe ich noch eine Technik für euch, die sozusagen gegen Leute ist, die immer blocken oder Wahrnehmungsspam, sprich, die stehen immer in dieser Position und warten darauf, dass ihr zuhaut, damit ihr euch dann ja wegkontern könnt sozusagen. Mit dieser Technik könnt ihr das so ein bisschen umgehen. Angenommen, der Gegner blockt und ihr schlägt auf den Block und wollt dann zur Seite steppen. Meistens reicht das nicht aus und der Block ist immer noch am Start. Aber ihr könnt, währenddessen der Gegner blockt, euch sozusagen zur Seite des Gegners hindashen, sodass ihr auf jeden Fall den Rücken dann trefft. Wie funktioniert das Ganze? Eigentlich ist es ziemlich simpel, ihr drückt die Aufladetaste plus X gleichzeitig und ihr benutzt den Stick sozusagen und gebt die Richtung an, als wenn ihr sozusagen bei den Gegnern über die Schulter gehen wollt. Also sozusagen schräg nach oben, dann dasht euer Charakter so ein bisschen nach vorne und wenn ihr direkt dann Viereck drückt, dann geht er sofort wieder in den Angriff. Das gleiche funktioniert auch in der Luft. Ich finde sogar in der Luft ist es noch ein bisschen besser und noch einfacher. Probiert's gerne im Trainingsmodus aus. Ihr solltet unbedingt Sidesteps in euren Gameplay einbauen. Ihr glaubt gar nicht, wie häufig man hinter den Gegner dadurch kommt oder in einer viel besseren Position, sodass man den Gegner sehr, sehr gut angreifen kann. Gerade wenn die Gegner einfach nur anfangen, wild herumzuschlagen, könnt ihr einfach sidesteppen und seid meistens hinter dem Gegner. Versucht es unbedingt in euer Gameplay mit einzubauen. Und Freunde, es gibt eine sehr interessante Mechanik, wenn ihr sidesteppt oder generell steppt und dann direkt Dreieck drückt, dann könnt ihr die Dreieckangriffe instant rausholen. Da ist auch eine sehr interessante Mechanik rausgekommen und zwar, wenn man in der Luft ist und die ganze Zeit Step-In macht und dann Dreieck nach unten, ist der Gegner die ganze Zeit in dieser Animation und naja, was soll ich sagen, er kommt da sehr, sehr schwer raus. Es sei denn, er vanisht im richtigen Moment, also drückt im richtigen Moment die Block-Taste oder er macht Superkonter. Allerdings habe ich das selbst in meinem Gameplay schon ein wenig eingebaut und wie soll ich sagen, hin und wieder hat es funktioniert. Jetzt kommt nochmal ein spezieller Fall, der Wisp betrifft und zwar, wenn ihr den Gegnern die Füße wegzieht und dann euren Angriff macht, der nur 2 Keybalken braucht, ist das ja sozusagen eine True Combo und zieht gefühlt ein Balken ab, was natürlich sehr, sehr stark ist. Damit kann man sich gefühlt super easy cheesen und kann das, ja, kann den Gegner extrem schnell töten. Er weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber naja, ihr wisst es. Ob ihr es benutzt, ist eure Sache. Viele von euch werden es schon wissen, aber ich werde es trotzdem nochmal sagen. Wenn ihr im Teamkampf spielt, wechselt eure Charaktere regelmäßig aus. Lasst sie auf keinen Fall sterben. Wenn ihr merkt, dass ihr mit eurem Charakter nur noch einen Lebensbalken habt, wechselt ihn aus. Er wird sein Leben etwas zurückheilen bzw. zurückbekommen. Ganz, ganz wichtig. Dadurch, ja, werden Teamkämpfe gefühlt in die Unendlichkeit gehen, weil immer kurz bevor ein Charakter stirbt, wechselt ihr ihn aus oder vielleicht schon ein bisschen früher, dann heilt er sich wieder und dann wird wieder ausgewechselt. Also, ja, ist halt eine sehr starke Technik bzw. eine sehr starke Mechanik, aber ganz, ganz wichtig, wenn ihr Teamkämpfe spielt, lasst euren Charakter nicht sterben und wechselt sie regelmäßig aus, dass sie sich erholen können. Wir kennen ja schon Sonic Sway, aber was ist denn jetzt Step Sway? Um den Step Sway auszuführen, müsst ihr erstmal sozusagen ein Step-In machen und dann die Block-Taste drücken. Dann sieht es so aus, als wenn euer Charakter so hin und her huscht. Das sieht eigentlich ganz cool aus, aber komischerweise kann das nicht jeder Charakter.
geht am besten in den Trainingsmodus und probiert das einfach mal aus. Wenn ihr sozusagen dieses doppelte Ausweichen gemacht habt, gebt ihr dann noch in einem Sidestep und schon seid ihr unglaublich schwer zu treffen. Ich habe das Ganze mal gegen einen Bot getestet, der auf Super eingestellt war. Auch der hatte seine Probleme, mich noch zu treffen. Also ich muss sagen, diese Technik könnte den einen oder anderen ziemlich verwirren. Wie funktioniert der Dragon Dash Cancel? Eigentlich ziemlich simpel. Wenn ihr die Key-Aufladetaste und X drückt, dann dasht ihr ja zum Gegner hin. Und ihr müsst eigentlich dann nur währenddessen ihr zum Gegner hin dasht, X drücken zum Canceln und nochmal X, um zum Gegner nochmal hinzuhuschen. Und dann Viereck, um den Gegner nochmal einen ordentlichen Schlag zu verpassen. So cancelt ihr den und könnt direkt angreifen. Der Keyblast Stunt. Einige Charaktere haben einen Keyblast, der den Gegner ein wenig stunt. Für die Leute, die es nicht wissen, wenn ihr Dreieck drückt, dann macht ihr so kleine Keybälle. Wenn ihr Dreieck gedrückt haltet, dann ladet er auf und macht ein paar größere Bälle. Aber einige Charaktere, wie gesagt, haben sozusagen einen Stun. Das bedeutet, der Gegner wird so ein bisschen ja ins Taumeln gebracht und kann sich dann nicht mehr bewegen. Und nun ja, dann könnt ihr halt die ganze Zeit das spammen, solange ihr Key habt. Und in den meisten Fällen ist das absolut nicht konterbar. Und naja, wenn ihr genug Key habt oder das sogar im Sparking-Modus macht, dann zieht es mal locker ein bis zwei Leisten ab oder vielleicht sogar auch mehr. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist im richtigen Rhythmus Dreieck drücken und den Stick nach vorne drücken, aber das war's auch schon. Bei diesen Charaktern funktioniert es auf jeden Fall. Es gibt aber auch den ein oder anderen Char, bei dem es auch funktioniert. Müsst ihr mal im Trainingsmodus ein bisschen ausprobieren. Allerdings fand ich bei Wiz das ein bisschen schwierig, weil wenn die Gegner zu klein waren, sind die Bälle teilweise einfach drüber geflogen und dann ist der Loop leider nicht mehr möglich. Wusstet ihr, dass ihr eure Kämpfe abspeichern könnt und wieder anschauen könnt? Am Ende des Kampfes wird euch die Option gegeben, dass ihr die Wiederholung speichern könnt. Wo schaut ihr euch die Wiederholung an? Unter Galerie und Theater. Aber was bringt euch das? Eigentlich ganz simpel, wenn ihr zum Beispiel einen Kampf habt und ihr habt ultra heftig verloren, könnt ihr euch die Wiederholung anschauen und einfach mal überlegen, was könnte man in diversen Situationen vielleicht anders machen? Vielleicht kennt ihr sogar jemanden, der sogar besser ist als ihr und der schaut sich die Wiederholung an und gibt euch dann Tipps, was ihr vielleicht in der einen oder anderen Situation besser machen könnt. Also Wiederholungen von Kämpfen anschauen, sich selbst reflektieren und meistens hat man sogar nochmal eine ganz andere Sicht dann darauf, was man dann vielleicht besser machen kann oder an was man arbeiten sollte. Wow, das waren jetzt aber wirklich sehr, sehr viele Profi-Tipps, alter Falter. Ich bin sehr gespannt, was uns in der Zukunft noch alles erwartet, was für Techniken und Mechaniken noch so rauskommen. Ich werde euch weiterhin selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Und Leute, ganz wichtig, wenn ihr mal live dabei sein wollt, folgt mir gerne auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich bin täglich live gefühlt mit Dragon Ball Sparking Zero. Und wenn ihr die ein oder andere Technik gerne mal in Turnieren ausprobieren wollt, seid ihr bei mir genau richtig. Gut, Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder oder wieder live auf Twitch. Passt auf euch auf, bleibt gesund, euer André oder auch Xerox. Ciao, ciao.